Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, der Grund für diese Pressekonferenz, für dieses Pressefrühstück ist, dass wir Ihnen in so ein bisschen lockeren Rahmen unsere Münsteraner Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen wollen und auch erzählen wollen, was für eine Geschichte jeweils dahinter steckt. Eine davon ist Jens Seitenbusch. Jens Seitenbusch habe ich 2007 kennengelernt in der Frauenstraße 24. Da ging es nämlich darum, dass eine Demonstration gegen die Vorratsdatenspeicherung in Münster organisiert werden sollte. Und daher mache ich den Anfang mit Jens. Listenplatz 4, beruflich IT-Professional und auch Gründungsmitglied der Piratenpartei und ehemaliger Bundesvorsitzender. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich so. Katha und ich haben hier damals eine Demo organisiert. Ich glaube, das war auch die erste Demo, die ich überhaupt in meinem Leben organisiert habe. Hat aber auch ganz gut geklappt letztlich. Und die Vorratsdatenspeicherung damals im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat uns sozusagen da bekannt gemacht. Wir haben uns aber inzwischen über die Jahre, ich war im Gründungsvorstand, wir waren damals eine Partei, die sich hauptsächlich mit Bürgerrechten im digitalen Zeitalter auseinandergesetzt hat, haben uns eigentlich über die Jahre sehr schnell zu einer Partei gemausert und uns in vielerlei Hinsicht thematisch auch verbreitert, die, ich sag mal jetzt, das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt, auf allen Themenbereichen. Wir beschäftigen uns also nach wie vor natürlich mit Überwachung, Datenschutz und Bürgerrechten im digitalen Zeitalter, weil das wesentliche Thema ist der gesellschaftlichen Veränderung. Aber heutzutage befassen wir uns auch mit ganz anderen Dingen, zum Beispiel mit dem BGE oder mit internationalen Dingen, wie zum Beispiel der Europäischen Bürgerinitiative zur Privatisierung von Wasser. Wir werden versuchen, natürlich weiterhin anzugreifen, die etablierten Parteien. Wir werden vor allen Dingen versuchen, die schwarz-gelbe Bürgerrechts-Placebo-Politik zu entlarven und bloßzustellen. Gerade die Liberalen schmücken sich ja nach wie vor mit dem Etikett Bürgerrechte, aber die letzten 3-4 Jahre haben mir gezeigt, dass das eigentlich eine hohle Nuss ist, was sie da sagen. Meine persönlichen Schwerpunkte sind tatsächlich der Datenschutz, die Videoüberwachung aus meiner Historie, auch eben beim AK-Vorrat und der damaligen Zeit. Und das zweite Thema, was ich persönlich habe, ist das Thema Europa. Ja, hallo, ich bin Markus Kumper. Ich wohne seit 17 Jahren in Münster, bin 40 Jahre alt und bin vor 4 Jahren zur Piratenpartei gestoßen. Hauptberuflich bin ich Rechtsanwalt für Medienrecht, insbesondere digitale Meinungsfreiheit ist das Thema, das sich bei mir als Arbeitsschwerpunkt herauskristallisiert hat. Ich vertrete Blogger, Whistleblower, Enthüllungsjournalisten, Krawallbrüder. Also bei mir geht's recht bunt zu in der Kanzlei. Ich habe auch einen Blog, der bewusst ein bisschen krawallig angelegt ist, aber zum Medienrecht eben sehr ganz gut läuft und auch zu den Piraten passt. Ich habe die Piraten leider erst kurz vor der letzten Bundestagswahl als ernsthafte Partei wahrgenommen, bin dann auch sofort eingetreten, denn die Piraten sind die einzige Partei, die diese Themen, die mir am Herzen liegen, nämlich Überwachung und sinnvolles Urheberrecht und derartige Sachen und eben das überhaupt einen vernünftigen juristischen Umgang mit dem Internet am ehesten beherrscht und vor allen Dingen ernst meint. Wir sind jedenfalls da und wir schauen mit den Füßen und wir nehmen ihnen die Macht weg und wir kneifen sie da, wo sie es am meisten wehtut. Und, ich befasse mich seit einem Jahrzehnt mit der Welt der Geheimdienste, das ist so ein Spleen von mir. Ich habe am letzten Sonntag eine E-Mail an einen befreundeten Journalisten geschrieben und habe dort ein Kunstwerk beigefügt, das ich 1984 im Orwelljahr gemalt hatte für meine Mutter. Es sind etwa 50 weiße Mäuse und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass diese E-Mail irgendwo in Cheltenham auf einem dieser Server liegt. Und das geht natürlich nicht und deshalb habe ich mal auf Verdacht den Geheimdienst direkt mal abgemahnt. Ja, ich habe mich vor einem halben Jahr entschlossen, auch aktiv Politiker zu werden. Ja, bisher wollte ich eigentlich nur die Plakate aufhängen und Wasserträger für eine Partei sein, die ich als die sinnvollste und einzig wählbare Partei ansehe, die wir derzeit haben. Dann wurde ich auch tatsächlich in meiner Zeit auf Platz 6 der Liste gewählt. Das heißt, im 5%-Falle wäre ich im Deutschen Bundestag. Und deshalb sind wir heute hier. Dankeschön. Ja, hallo.
Markus Barenhoff mein Name bei den Piraten und im Netz nennen sie mich häufig auch den Alios. Ich bin zu den Piraten gestoßen 2006 schon. Was mich jetzt halt bei diesem aktuellen Skandal so fürchterlich aufregt, ist jetzt diese Pseudo-Betroffenheit der anderen Parteien. Weil gerade vor anderthalb Monaten haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft beschlossen. Es gibt immer noch die Vorratsdatenspeicherung, die sozusagen in Deutschland in der Schwebe hängt. Und von daher, ehrlich gesagt, traue ich da keiner Partei, außer vielleicht noch den Linken, die sich da zu beiden Gesetzen ablehnend geäußert haben. Aber sämtliche sonstigen im Bundestag vertretenen Parteien unterstützen entweder die Vorratsdatenspeicherung oder die Bestandsdatenauskunft, was zusammengefasst dann im Prinzip auch schon wieder das ist, was PRISM ist. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass es eben die Piraten im Bundestag jetzt wirklich ganz dringend braucht, um da ein Gegengewicht zu schaffen und Aufklärung zu machen. Womit ich mich selber persönlich jetzt in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist so ein bisschen die Frage in der Außen- und Sicherheitspolitik, welche Einflüsse spielt da das Netz? Es geistert ja auch jetzt schon seit einigen Jahren so ein bisschen der Begriff des Cyberwars durch die Landschaft. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Gebiet, was behandelt gehört und was im Moment in den Ausschüssen im Bundestag quasi noch gar nicht behandelt wird. Wir haben es im Prinzip mit einer neuen Konfliktdomäne zu tun. Also die klassischen Konfliktdomänen sind ja eben Land, Wasser, Luft und dann kam irgendwann noch der Weltraum dazu. Aber das Internet, der Cyberspace, also die elektronischen Netze, ist sozusagen ein völlig eigenständiger Bereich nochmal, der daneben steht. Als Nächste würde ich gerne die Sasa Rawa vorstellen, unsere Direktkandidatin hier aus Münster, die auch dieses Event heute organisiert hat. Und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich auch stellvertretend für den Bundesvorstand bedanken. Das war ganz toll. Ja, hallo. Mein Name ist Sasa Rawa, 26 Jahre alt, noch 26, Direktkandidatin für Münster und ich bin auch unter anderem Beisitzerin im Landesvorstand NRW, dort auch Presseverantwortliche. Ja, warum mache ich das eigentlich mit der Politik und mit den Piraten oder warum ausgerechnet bei den Piraten? Ich bin eigentlich schon immer politisch sehr interessiert gewesen, habe aber nie wirklich nachvollziehen können, wie die Entscheidungsprozesse zustande kommen. Habe mich oft gefragt, wie einfach so große Löcher wie jetzt aktuell, eben so große Fails wie der Bär oder Stuttgart 21 zustande kommen können. Ich habe mich tierisch geärgert, warum da einfach nicht die Bürger mit einbezogen werden, warum den Bürgern nicht erklärt wird, was dort eigentlich passiert und die ein Stück weit Mitspracherecht kriegen und dadurch auch die Kompetenzen genutzt werden, die vorhanden sind. Doch irgendwann an 2008 habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen, mit dem Ulrich Schumacher, der auch im Landesvorstand war. Und der hat mir von den Piraten erzählt. Und da bin ich dann wieder aufmerksam geworden und dachte mir, okay, die sagen, Bürger können sich wieder beteiligen, komm dazu, mach mit, du kannst sofort wirklich aktiv am politischen Geschehen teilnehmen. Ich habe mich gleich wohlgefühlt und habe gleich gespürt, okay, das ist wirklich meine politische Heimat. Hier möchte ich einfach bleiben und hier möchte ich weiter aktiv werden und nicht mich weiter ärgern über die Dinge, die dort passieren oder eben nicht passieren, sondern selbst aktiv mitarbeiten. Mein Wunsch ist es, den Menschen, die jetzt wirklich keine Lust mehr auf Politik haben, weil sie einfach nichts mehr verstehen und denken, die dort oben machen eh, was sie wollen. Die interessiert überhaupt gar nicht, was wir Otto-Normal-Bürger hier denken, was wir wollen, was unsere wirklichen tatsächlichen Probleme sind. Die sind nicht mehr bei uns. Genau diesen Punkt möchte ich ändern. Ich möchte Politik wieder für die Menschen interessant machen und in erster Linie möchte ich, dass die Menschen die Politik wieder verstehen können. Das möchte ich als Kernaufgabe mit in den Bundestag nehmen, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, wieder die Dinge zu verstehen, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, einzugreifen, dass die Hürden für Volksentscheide runtergesetzt werden, dass sie wieder ihre Bürgerrechte wahrnehmen können, dass es wirklich eine wahre Bürgerbeteiligung wieder gibt. Und ich hoffe, dass wir natürlich da jetzt am 22. September auch im Bundestag kommen und mit unseren Kernthemen, gerade jetzt eben, wie gerade schon gesagt wurde, Bereich Überwachung, Außen- und Sicherheitspolitik, wichtiges Thema auch BGE, Bürgerrechte und Transparenz, dort wirklich endlich Dinge anstoßen können und verändern können, weil es gibt derzeit einfach keine andere Partei, die das wirklich tut. Deswegen braucht es dringend Piraten im Bundestag. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Danke.
Ich befürchte, wir hinterlassen der nächsten Generation einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat. Und in den falschen Händen kann dieser Schlüssel zu den Daten, die wir jetzt abgreifen, zu den Daten, die wir jetzt sammeln, einfach unglaublichen Schaden einrichten. Ja, abschließend, bevor wir zum Frühstück übergehen, wollte ich nochmal erwähnen, wir haben, wie vielleicht deutlich wird, keine Spin-Doktoren, wir haben keine Medienstrategen, die uns jetzt durchoptimiert nach Angebot und Nachfrage diktieren, was wir im Wahlkampf als Themen setzen sollen. Wir setzen die Themen, für die wir brennen, wir setzen die Themen, für die wir uns als Partei gegründet haben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu anderen Parteien im Wahlkampf. Das, was wir sagen, das meinen wir auch ernst. Danke. Wir haben die Piratenpartei schon unter Kontrolle gebracht. Diese Angst vor diesem ausspioniert werden ist keine flächendeckende Angst. Immer vor irgendwelchen Wahlen kriegen wir immer so ein Wahlkampfthema spendiert. Und jetzt mit Prism so in genau den 100 Tagen vor der Wahl kommt wieder so eines der Piratenkernthemen wieder dazu. Ist das Zufall oder habt ihr da irgendwie die Finger im Spiel? Bestecht ihr da jemanden? Das ist eine super Frage, aber der Witz ist, aus meiner persönlichen Sicht, seit ich 2006 dabei bin, sind jetzt 7 Jahre, jeden Tag, wenn ich die Zeitung öffne, jeden Tag, wenn ich im Internet die Nachrichten sehe, ist ein Piratenthema tagesaktuell. Und das seit Jahren. Einige Themen, da erschließt es sich nicht so. Bei Prism ist es natürlich ganz offensichtlich, klar, Überwachung, Geheimdienste, Internet, aber viele andere Themen, da ist es nicht direkt offensichtlich, da geht es vielleicht um Softwarepatente, Genpatente, geht um Urheberrecht oder um andere Dinge, aber alles sind fast Piratenthemen. Das heißt einfach nur, dass die Piratenpartei wirklich einfach die Themen auf der Höhe der Zeit aufgegriffen hat und die sind weiterhin aktuell und die harren einer Lösung. Und bisher hat einfach nie jemand eine vernünftige Lösung, weder für das Überwachungs-Internet-Problem gehabt, noch für viele andere Probleme. Die Regierung agiert, als wäre alles so noch wie vor 20 Jahren, wie im 20. Jahrhundert. Und deswegen bleiben diese Themen aktuell. Ab und zu kommt natürlich jetzt vielleicht mal Bradley Manning oder Edward Snowden, dem wir natürlich sehr dankbar sind, dass er tatsächlich die Leute aufrüttelt, indem er das transparent macht, weil vieles eben auch geheim ist. Das ist auch die große Gefahr, dass vieles in der Geheimheit oder in der Ignoranz versinkt. Und deswegen sind wir auch als Piraten immer dankbar, wenn wir dann eine Aufmerksamkeit bekommen für diese Themen, weil die zunehmend wichtig sind. Und zwar für jeden. Das müssen wir natürlich vermitteln. Jetzt ist ja viel Arbeit reingesteckt worden, dass die Partei endlich ein komplettes Wahlprogramm hat. Und wie ist denn jetzt so die Gewichtung der Themen für den Bundestagswahlkampf? Na gut, es gibt 2 Gewichtungen in den letzten Monaten, die die Partei tatsächlich schon vorgenommen hat. Die eine Gewichtung ist impliziter Art, indem sie gesagt hat, diese und jene Menschen möchte ich auf meiner Landesliste sehen. Wir hatten ja in allen Bundesländern Landesverbandsaufstellungsversammlung für die Bundestagswahl. Da haben wir jetzt ganz viele Listenkandidaten. Jeder von denen bringt ein eigenes Thema mit, ist gewählt worden. In Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, dass erstaunlich viele Leute mit den klassischen Kernthemen der Piratenpartei, Internet, Überwachung, Urheberrecht, nach vorne gespielt wurden auf die Liste, was auch eine Art Prioritätensetzung des Landesverbands in diesem Falle ist. Aber viel wichtiger noch, es gab mehrere Umfragen auch auf Bundesebene und sogar in einigen Landesverbänden, welche Themen denn im Wahlkampf nach vorne gerückt werden sollten. Die gab es übrigens jetzt vor dem Prism-Skandal schon. Und fast immer sind Dinge wie Demokratie, Internet, Informationsgesellschaft, diese Dinge, Bürgerrechte im Informationszeitalter, sind schon bei diesen Umfragen vor einigen Monaten nach vorne gerückt worden von den Mitgliedern, basisdemokratisch in quasi E-Mail-Abstimmung oder über Lime-Survey oder auch über Liquid Feedback. Und damit ist die Prioritätensetzung, die Katharina vorhin auch schon vorwegnehmend für Sonntag sozusagen hier kurz angedeutet hat, die ist von der Partei schon gemacht worden und die geht klassisch in Richtung, wie wir es gerade gesagt haben, und da passt Prism hundertprozentig rein und deswegen werden wir natürlich da auch nicht müde, das jetzt auch zu verfechten. Ich weiß es noch. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, kurz? Ich habe selber Kontakt. Du kannst auch sagen, nein. Ja, tatsächlich ist es aber so, was ich vorhin noch ein bisschen vergessen habe, es ist wirklich so, wir haben ja gerade in Münster unsere Direkt- und Listenkandidaten vorgestellt. Und ich finde es unheimlich interessant, dass wirklich die ganz großen Themen in Brüssel zum Beispiel, gibt es im Moment eine europäische Datenschutzgrundverordnung, oder jetzt vor 2 Wochen gab es die Bürgerinitiative zur Privatisierung von Wasser. Es gibt hier regional bis nach Niedersachsen hoch ganz wichtiges Projekt, gegen Fracking zu kämpfen. Die Dinge verbinden sich wirklich auf allen Ebenen, von der Kommune bis hoch ins Europäische Parlament nach Berlin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Piraten. Deswegen sollten wir uns da nicht, sollten uns klar machen, dass die Dinge kommunal
und föderal auf Landes-, Bundes- und Europaebene extrem stark zusammenhängen. Das müssen wir als Piraten nach wie vor herausarbeiten, damit den Leuten das auch klar ist, wie sie betroffen sind. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu Prism. Jetzt kommen ja so langsam die ganzen Reaktionen von Presse, von Wirtschaftsverbänden, von der Regierung und so weiter rein. Irritieren dich diese Reaktionen, die da kommen? Also was mich irritiert ist, oder das heißt irritiert, was ich etwas grotesk finde, ist die Reaktion der etablierten Parteien. Da eigentlich fast alle Parteien, das hatte ich ja vorhin auch schon hier gesagt, entweder in der Vorratsdatenspeicherung oder in der Bestandsdatenauskunft irgendwo mit drinstecken. Deswegen finde ich das, was ich da aus CDU, aus SPD-Kreisen, auch von den Grünen höre, von der FDP, relativ heuchlerisch. Also dann hätten sie sich ganz klar vor ein paar Wochen gegen die Bestandsdatenauskunft im Bundestag und im Bundesrat stellen müssen, wenn die das ernst meinen, was sie da jetzt an Betroffenheitsgestus an den Tag legen. Hast du auch so in deinem privaten Umfeld mal, weiß ich nicht, Onkeln oder Tanten versucht, das zu erklären? Ja, definitiv. Und da ist gerade für Leute, die vielleicht eben noch nicht sozusagen so stark ihren Lebensmittelpunkt im Internet haben, wie es ich jetzt habe. Ich habe meine Bewerbungen, sind in meinem E-Mail-Postfach. Vielleicht auch mal einen Liebesbrief oder Ähnliches. Das heißt, das ist für mich sozusagen wirklich der innerste Bereich der Privatsphäre. Aber da hilft es dann zum Beispiel eben dieses Beispiel mit dem Briefsgeheimnis dann einfach mal anzuführen und zu sagen, was, das hat die Sasa ja eben auch gesagt, stellt euch mal vor, das Briefgeheimnis wäre vorbei und jeder könnte in eure Briefe reingucken und die vorher lesen. Wie reagiert so die Presse auf die Themen momentan? Durchaus interessiert, habe ich den Eindruck. Also wenn wir das dann eben schaffen, und das müssen wir jetzt auch im Wahlkampf natürlich auch nicht nur für die Presse, sondern auch an den Infoständen schaffen, tatsächlich zu zeigen, dass wir dann ein ganz wichtiges Feld bearbeiten in fast allen unseren thematischen Bereichen, nämlich eben diesen Übergang zur Wissens- und Informationsgesellschaft und eben den Auswirkungen, die das Internet auf Gesellschaft und Politik und Wirtschaft hat. Cool. Danke. Bitte. So, wie war es denn heute? Ja, war sehr schön. Es sind einige Journalisten gekommen und haben auch sehr viele Fragen gestellt an die einzelnen Direkten- und Listenkandidaten und hat echt viel Spaß gemacht, nach Münster zurückzukommen. Ich habe hier meinen Bachelor gemacht, war hier auch Referentin für Datenschutz beim AStA und kenne auch viele von den Münsteraner Piraten noch von diversen Demos und gemeinsamen Aktionen. Jetzt bist du jetzt schon etwas länger in deinem Amt. Kommt die Presse mit diesem System des etwas breiter aufgestellten Piratentums gut klar? Oder glauben die, dass du von oben jetzt Inhalte setzt und diktierst? Das ist natürlich ein Lernprozess und wir sind gerade mittendrin in diesem Lernprozess. Ich glaube, viele Journalisten, die sich mehr mit Piraten auseinandersetzen, haben es schon begriffen, dass der Vorstand eigentlich nur ausführende Gewalt der eigentlichen Kraft ist, das heißt der Mitglieder. Und ja, ich glaube, von Wahlkampf zu Wahlkampf realisieren auch immer mehr Journalisten, dass es bei uns schon eigentlich auch viele Leute im Hintergrund gibt, die thematisch arbeiten, dass bei den einzelnen Themenpositionierungen es gar nicht so wichtig ist, was der Vorstand denkt oder meint oder sagt oder die Spitzenkandidaten, sondern dass es halt wirklich die Anträge der normalen Mitglieder sind, die da die Position vorgeben. Und das merkt man auch, glaube ich, an der Entwicklung mit den Themenbeauftragten. Ich habe auch mit einigen Journalisten gesprochen, die gesagt haben, so, dass es ganz gut gewesen wäre, dass wir jetzt quasi dieses formelle Amt oder diese formelle Ernennung da irgendwo eingeführt hätten, weil es wären zum Teil dieselben Leute, mit denen sie sich nach wie vor über dieselben Themen unterhalten, wenn sie beispielsweise was zum Thema Datenschutz oder Urheberrecht wissen wollen. Aber dann können sie es ihrem Chef vom Dienst oder Chefredakteur besser verklickern, warum man diese Person jetzt zitieren darf. Weil in der normalen Presselandschaft ist es halt so, okay, dieser jemand muss ein Amt haben, damit er erwähnenswert ist. Und das ist ja bei uns Piraten überhaupt nicht gewollt. Und von daher müssen wir da einfach konsequent darauf hinarbeiten, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Führt ja auch dazu, dass normale Mitglieder in der Partei vielleicht dann auch mal sehen, dass man kein hohes Tier sein muss, um was zu bewegen. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ja, gibt es denn noch irgendwas, was du
gerade den NRW-Piraten, für die ich gerade das Interview mache, noch mitgeben willst für die nächsten Wochen? Ja, ich wollte noch sagen, dass es mich freut, dass im NRW-Landtag so viel Arbeit passiert. Gerade gab es ja einen ganz schönen Antrag zur Polizeikennzeichnung und zur Aufarbeitung der Vorfälle rund um Lockerfall-Proteste, wo ja Polizisten wild auf Demonstranten und Pressevertreter eingekugelt haben. Und da haben sich ja alle Parteien im Landtag geschlossen gegen den Antrag der Piraten gestellt. Das hat mich schockiert. Und das zeigt, dass es umso wichtiger ist, dass es eine Partei gibt, die sich bedingungslos einfach mal vor Grundrechtsverletzungen stellt und sagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen hier auch Missstände aufarbeiten. Wir müssen klären, wer war darin verwickelt, welche Polizeihundertschaften waren daran beteiligt, auch aus NRW. Und wir müssen einfach zeigen, dass wir mittlerweile auch sehr viel erreicht haben in vielen Bereichen. Und da wollte ich nochmal Danke sagen an die NRW-Piraten, auch für die Unterstützung noch vom Niedersachsen-Wahlkampf. Hat mich echt gefreut, dass so viele Leute auch rübergemacht haben und uns geholfen haben, Plakate bei widrigsten Bedingungen aufzuhängen. Danke. Ja. Presseevent ist jetzt quasi gelaufen. Sarah Raber, Pressereferentin. Richtig? Ja, nicht ganz. Ich bin jetzt Presseverantwortliche quasi, Ansprechpartnerin für die Presse. Wie ist es denn gelaufen heute? Ja, ich glaube ganz gut. Also ich habe ein recht gutes Gefühl gehabt. Es waren die wichtigsten Vertreter waren da, Antenne Münster, sprich Radio war anwesend und die Münstersche Zeitung, Westfälische Nachrichten. Also damit haben wir ja schon mal einen großen Bereich abgedeckt. Das hat mich sehr gefreut. Wie reagiert denn generell die Presse momentan auf die Piraten? Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise recht positiv. Ich habe schon ziemlich gute Gespräche mit unterschiedlichen Journalisten geführt, die jetzt auch ihr Interesse bekunden, da über uns zu berichten. Jetzt zum Beispiel bei der Prism-Demo in Düsseldorf war ja auch der WDR da und hat in der Lokalzeit darüber berichtet. Gestern bei 17:30 war der Markus Komper mit seiner Abmahnung drin und auch die Fraktion war vertreten. Also ich habe das Gefühl, dass die Presse uns langsam wieder wahrnimmt und wir da auch im Wahlkampf dann da eine Plattform kriegen werden. Ich arbeite zumindest dran, dass das zukünftig so sein wird. Sind denn alle Direktkandidaten und Listenkandidaten schon gut warm gelaufen? Ja, die sind heiß auf Wahlkampf. Die kommen mit ganz tollen Ideen, mit vielen kreativen Ideen, mit Texten, die veröffentlicht werden. Also es kommt langsam Wind in den Laden und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir echt einen geilen Wahlkampf machen werden. Okay. Kommst du auch gut klar mit deiner Doppelrolle? Auch, du bist ja auch Direktkandidatin. Richtig, ja, das ist natürlich zeitlich im Moment alles ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ich habe da hier in Münster eigentlich auch eine ganz gute Unterstützung. Und wir werden uns jetzt demnächst auch hier in Münster um einige Termine kümmern, dass man da einfach ins Gespräch kommt mit den Bürgern, mit verschiedenen Vereinen und Institutionen. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich noch meine Tätigkeit im Landesvorstand und als Presseverantwortliche. Es ist viel Arbeit im Moment, aber es macht tierisch Spaß und ich weiß auch, für was ich das Ganze tue. Möchtest du uns noch irgendwas für den Wahlkampf mitgeben? Ja, Leute, geht auf die Straße, macht geile Aktionen, seid verrückt, seid kreativ, tut ganz wilde Dinge, was wir Piraten eben tun. Lasst das Gefühl von 2009 wieder aufkommen und lasst uns einfach einen geilen Wahlkampf machen und zusammen können wir das Ding rocken.